Achtung, das Video hat einen wissenschaftlichen Zweck. Handlungen im Video bitte nicht nachmachen, weil das gefährlich ist. Wir sind Profis und testen im Sinne der Bildung. Hallo Leute und willkommen bei Timon. Leute, ich habe echt nicht gedacht, dass euch das Video mit flüssigem Stickstoff so gefällt. Ihr habt mit Likes für das Einfrieren von Trampolin, um dann die Kugelhantel drauf zu schmeißen, so schnell abgestimmt. Dazu war das letzte Video, wo wir die Kugelhantel auf das Trampolin geschmissen haben, unberechenbar. Alle, die das gesehen haben, wissen, was ich meine. Wer es nicht gesehen hat, schaut euch das an. Wir haben wie immer schnell das Trampolin zusammengebaut und ich habe wieder 15 Liter flüssigen Stickstoff gekauft. Dieses Mal wollen wir den auf 2x E7 Liter draufgießen, um das Trampolin einzufrieren, um dann die Kugelhantel drauf zu schmeißen. Lasst uns anfangen. So Leute, flüssiger Stickstoff ist bereit. Ich habe einen Metalleimer vorbereitet. Plastikeimer würde sofort platzen. Wir gießen flüssigen Stickstoff rein. Wer es nicht weiß, flüssiger Stickstoff ist ein Gas, der bei minus 195 Grad eingefroren wurde. Der friert alles in Sekunden ein. So wie bei Terminator. Wow, es knistert. Das Stickstoff ist sehr aktiv. Also, wir haben jetzt das Eimer voll mit flüssigem Stickstoff. Wenn man da jetzt was Kleines reinschmeißen würde, würde das sofort einfrieren. Wir gießen das Stickstoff auf 2x auf das Trampolin und schauen, ob der mit einer Gefrierkruste bedeckt wird oder nicht. Weil gleich danach schmeißen wir eine 24 Kilo Kugelhantel hinterher. Okay, los geht's Leute. Wie immer biete ich euch an, abzustimmen. Was wird mit Trampolin passieren? Oben rechts draufklicken und abstimmen. Sucht euch eine von den Antworten aus. Bin gespannt, was ihr nehmt. Aber nicht nachschauen. So, wir sind bereit. Lasst uns anfangen. Das war richtig cool. Oh ja, ich habe schon lange nichts mit Stickstoff gemacht. Schaut, was hier los ist. Überall Nebel. Das Coolste ist, dass das Trampolin mit Gefrierkruste bedeckt ist. Und jetzt schnell die Hantel draufschmeißen. Wow, ich bin sprachlos. Das Trampolin wurde verbogen, hart an der Grenze. Das Wichtigste ist, dass das Trampolin das ausgehalten hat. Keine Kugelhantel, kein flüssiger Stickstoff, nichts kann ihn zerstören. Bin mit dem Experiment wirklich zufrieden und ich bin bereit, seine härteste Stabilität zu prüfen. Wenn das Video 10.000 Likes bekommt,
Wenn, dann sind wir bereit, diese Kugelhantel von unserem Feuerwehrturm aus 40 Meter Höhe auf das Trampolin zu schmeißen. Aber nur, wenn ihr das wollt. Alles liegt nur an euch, Leute. Like das Video, teilt das mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis dann.